Ja, grüß euch, ich bin's wieder, euer Kogelbuhr. Heute reden wir mal über einen weiteren PSA-Artikel. Und zwar ein Helm. Nicht den Lodenhelm, so wie manche schreiben, sondern einen guten Helm, der was aushoppt. Und zwar haben wir da den Protus von Pfanner. Und ich habe da jetzt den zweiten, das ist der zweite, den habe ich am Anfang gehabt. Den habe ich mir in der ersten Klasse Forstfachschule haben wir den gekauft. Weil vorher habe ich einen anderen gehabt, einfach die normalen Orangen, keine Ahnung was das war. Also ein ganz einfacher halt. Und die sind relativ einfach vom, wie sagt man, der Sitz am Kopf quasi ist relativ einfach gemacht. Man hat da quasi nur einmal einen, so einen Gurt dran und in der Mitte sind so Gurten, also bei dem Gestell sind dann so Gurten drin, einfach so ein Kreuz, wie man es halt kennt. Und jetzt hat man relativ wenig Auflagefläche am Kopf. Und wenn man lange damit arbeitet, ist das relativ ungut. Darum habe ich mir den genommen, weil der hat einfach extrem große Auflagefläche. Es ist super gemacht, also auch wenn man da vorne mit der Haut den ganzen Tag ankommt und schwitzt oder was, da kriegt man keine Wimmel oder es scheuert. Die Ohrenschützer, da haben wir echt, also das Plastik ist super gemacht. Es ist echt angenehm, sicher wenn dann auch die Soße drinnen sind im Sommer und wenn man aufmacht, ist man froh, wenn es einmal ein wenig Lift alleine kommt beim Tanken oder was, aber die Auflagefläche am Kopf ist einmal so um und auf und auch wenn man was auf dem Helm draufkriegt, was mir schon mal passiert ist, es verteilt sich extrem gut und wie soll man sagen, für mich ist das ein extrem positiver Eindruck, das alleine schon mal. Als nächstes, was mir noch positiv aufgefallen ist, ist das, dass der Gehörschutz in den Helm einige verschwindet quasi. Somit fahren keine Äste rein und die fangen dann nicht die ganze Zeit in den Helm vom Kopf an, weil das ist einfach voll ungut. Das haben wir voll taugt. Was ein wenig ein Nachteil ist, könnte man vier, und zwar die dickeren Gehörschütze von den anderen Helmen, haben eine bessere Schallschutzwirkung oder weiß der Herrgott, wie man es nennt. Kämpft halt mir für, aber in meiner Meinung ist das wurscht, mich stört das nicht, mir kämpft halt für, dass weniger Schall dämpfen. Ich schaue da nicht auf irgendwelche Zahlen, sondern ich probiere es halt aus und dann sehe ich es eh, wie es ist, oder ich spüre es eh, wie es ist. Ja. Man sieht da, der ist ein wenig das ist kein Unfall, also das ist ein Unfall gewesen, das ist nicht passiert, weil ich ihn so oft angehabt habe. Und zwar hat ein Spätel von mir den auf meinen Motorsack draufgelegt und da war der Auspuff heiß und darum ist das Plastik geschmolzen. Nennt jetzt keine Namen, gell Roland? Ja, was nur voll der Vorteil ist, ist das Clipserl hinten. Mit dem hält sich der Helm dann, durch das, dass er einfach hinten im Knacker ein wenig zumacht. Und er hält bombenfest, also da wagt nichts und so. Hält echt gut. Zum Visier, ich habe den Helm auch angehabt, wie ich mit dem Freischneider geschnitten habe. Oder halt Zahn ausmachen, wo meine Schöpfe drinnen umeinander rennen. Und das Einzige, was da halt durchhaut, ist, wenn du voll in den Dreh reinfährst, nachher, also wenn es recht nass ist, quasi, dass das Wasser durchkommt und so, und vielleicht ein ganz feiner Dreh, aber er verbiegt jetzt nicht irgendwie, ja, freilich Harzbotzen hat man halt einmal drinnen, aber die gehen eigentlich auch irgendwann wieder mal raus. Mein Visier ist sowieso noch sehr schön. Bin ich voll zufrieden mit und man sieht da relativ, also man sieht echt gut durch, man sieht es eigentlich fast nicht. Oben können wir so Lüftungsschlitze auf und zu machen. Ach, halt das, so geht's. Ja, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe, wie es echt heiß war, habe ich das nicht wirklich mitgekriegt, wenn ich die Ofen gehabt habe, aber es kann einfach sein, dass es dort einfach so heiß war, dass das wurscht war, weil es unter den Helm genauso heiß war wie draußen. Ich kann nur sagen, ich weiß, dass es funktioniert, weil wenn es kalt ist und man hat frisch geschnittene Haare und die sind kurz, so wie bei mir, dann merkt man es, wenn man es offen hat, weil dann zieht es da drin wie in einer Mauslucke. Und darum glaube ich schon, dass das irgendeine Zirkulation hat und dass da dann der Hirn nicht ganz rausgekühlt im Sommer, wenn man es offen hat. Weiterer Vorteil von dem ist, man sieht es da, man kann super sein GoPro mit Gabelbänder befestigen, sehr professionell. Man kann dann nicht mehr auf und zuschirmen, aber die GoPro hält und ist einmal einsatzbereit, wenn man es so braucht wie ich. Also brauchen, wenn man es so machen will wie ich, sagen wir so.
Das ist unser Neuchenhöhl. Wir haben den in den Chef gemacht zu Weihnachten. Also wir haben es alle selber machen lassen und den Chef haben wir einen gekauft. Da haben wir vorne unser Firmenlogo draufdrucken lassen. Auf der Seite haben wir jeweils den Namen vom Helmträger aufgedruckt. Ja, es sind eigentlich so Pickerl. Auf der anderen Seite haben wir halt irgendeinen Spruch. Also wir haben halt Team Wertl auf, aber im Prinzip kannst du alles draufdrucken, was dir gefällt. Und am Gehörschutz, auf die Kapseln, haben sie uns das direkt aufgedruckt. Also ich habe da jetzt halt mein Logo vom YouTube-Kanal drumen. Bei den anderen haben wir halt nur mein Logo drauf, das hat ihnen halt gefallen. Das haben wir einfach in groß drauf, ich habe halt den Namen nur dazu. Das ist direkt draufgedruckt, das kann man auch nicht wirklich runtergläseln. Das ist echt hochqualitativ und machen kann man das ab 4 Höme, was ich so weiß. Also bei mir haben sie das halt gesagt. Ich habe beim Silvanus angerufen von Kirchdorf und ich hab quasi einfach angerufen, habe gesagt, ich darf gerne sowas machen lassen. Ich habe gesagt, passt, wie schaut das aus? Also was stellst du da vor? Ich habe ihm die Farben gesagt, habe gesagt, ich möchte gerne da einen Namen drauf haben, da halt, wir haben halt Team Bertel stehen, das möchte ich drauf gesagt haben, vorne das Logo und am Gehörschutz hätte ich gerne mein Logo drauf. Sagt er, passt, schickst mir die ganzen Logos, was du hast. Ich mache da einen Vorschlag oder weiß nicht, wie man das sagt. Er hat mir auf jeden Fall so eine Vorschau nachher geschickt. Er hat mir da super Fotos gemacht, wo das alles eingefügt war. Ich habe dann halt noch kleine Änderungen gemacht und dann, das hat nicht lange gedauert, war das da. Es war vor Weihnachten da, es hat perfekt funktioniert und es, ja, freilich. Kommen wir zum einzigen Nachteil, der Helm ist verhältnismäßig teuer zu anderen Helmen, aber wenn ich den professionell. Also wenn ich professionell ins Holz gehe und ich habe den viel auf, zahlt sich das 100-mal aus, dass man sich den kauft. Und ich sage einmal, ein Semi-Profi kann sich den ruhig kaufen. Einer, der halt seine 50 Meter im Jahr Scheider klebt und die nicht einmal selber hakt, vergisst es, das bringt nichts. Also der ist einfach zu teuer für das. Kann man natürlich auch, wenn das Geld wurscht ist, kann man das ruhig machen. Das ist, also das Geld ist wirklich der größte Nachteil von dem Helm. Was ich jetzt gerade vergessen hätte, war unser Knackmatten. Und zwar, wenn es regnet oder Schnee putzt oder natürlich der Wind geht und das alles, beziehungsweise wenn der Schnee auf die Bäume ist und man muss kehren und so, dann tun wir einfach unseren Knackflache da rein. Das geht ganz einfach. Mal ist scharf. Schon rein. Passt von der Farbe nicht ganz zu meinen, ich weiß, aber ist mir ziemlich wurscht. Er funktioniert echt traumhaft. Man spürt ihn eigentlich nicht. Ich vergesse hier und da sogar zum Oberdarm, wenn es wieder schön wird. Man merkt es aber dann, weil es wird ziemlich warm drunter. Aber wirklich zum Arbeiten ein Traum und es schützt perfekt vor Niederschlag und vor Schnee und weiß nicht. Es ist einfach echt gut und er ist genauso schnell wieder heraus, wie er drinnen ist. Und das funktioniert alles. Es sind so alles so einfache Clipsel. Genauso wie zum Beispiel innen das Engerstellen vom Kranz selber, vom Helm. Funktioniert auch mit so Lochbandel und wo dann so Noppen drinnen sind. Da wird nichts hin oder was, den kann man auch umstellen. Das passiert hier und da, dass bei uns wer einen Helm vergisst oder vergessen wollen hat und den auf einmal doch braucht. Und dann nehmt ihr den Helm von wem anderen. Das ist sofort da umgestellt und da wird auch nichts hin mit den Clipsel oder was, kann man echt viel umstellen. Auch weil das sehr filigran baut ist, jetzt beim Visier zum Beispiel, das hält alles und da kann man, ich habe da keine Schwierigkeiten mit gehabt, ich glaube im Traktor kann man nicht drüber fahren, aber so hält das Ganze echt gut. Ich bin total überzeugt von dem Produkt, ich kriege kein Geld für das Video, nur dass gesagt ist. Es ist komplett von mir rausgekommen, die Pfanne hat nicht gesagt, ich soll das jetzt machen, sondern ich möchte einfach sagen, dass das Produkt mich sehr überzeugt hat, ich kann es noch weiterempfehlen. Ja, wie gesagt, der Preis ist in meinen Augen das Einzige, wo ich sagen kann, das ist mir zu viel, zum Beispiel, wenn ich jetzt nur einen so einen Gehörschutz nachkaufe, ist halt für mich teuer, aber das muss jeder sehen, wie er das sieht. Aber der Helm selber, der ist sicher das Geld wert. Es wird nichts hin, es fällt nichts. Man kann alles nachbestellen und alles. Es gibt auch mit Sonnenbrillen und Schutzbrillen und weiß der Herrgott was. Also es gibt ja noch viele Sachen dazu. Oder ich glaube, Stirnlampen und lauter so Sachen gibt es.
Wobei die Stirnlampen, die darf ich eh gerne mal ausprobieren. Vielleicht besorge ich mir es einmal. Ich kann nur empfehlen, für Profis und Semiprofis der perfekte Helm. Und für alle, die halt nicht so viel im Holz tun, besorgt sich irgendeinen Husqvarna oder so um 90 Euro. Seid ihr wahrscheinlich gescheiter dabei, weil es wird es nicht so viel brauchen. Aber wenn ihr wollt, kauft es euch. Ich bin echt überzeugt. Ah ja, dass ich es nicht vergesse. Liked und kommentiert die Videos. Wenn ihr nichts versammeln wollt, oft abonniert meinen Kanal. Euer Feedback hilft mir voll. Vielleicht schaut ihr auch auf Instagram vorbei, da würde mich freuen. Habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund, tut euch nicht weh. Und habe die Ehre.